Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bitcoin Survival. Ja, Survival Skyblock gibt's ja nicht mehr, haben wir so mal vor ein paar Tagen festgestellt. Und ja, es kam leider ein paar Tage keine Videos, das tut mir leid, im Voraus schon mal. Es tut mir leid. Ich bin erbarmungslos, ich bin böse, ich weiß. Also ja, Minecraft Skyblock vorbei und es kamen ein paar Tage leider keine Videos. Oh mein Gott, was ist hier alles geschehen? Das Einjahres-Special Special ist gekommen, vieles ist passiert. Oh Mann, was soll man dazu noch sagen? Ja, Leute, ich habe in letzter Zeit leider gar nicht so viel Zeit gehabt, um irgendwas zu tun. Und vielleicht auch irgendwie wenig Ansporn gehabt, weil ich momentan, bisschen schultechnisch ein bisschen viel zu tun habe. Und deswegen ging das leider nicht. Das tut mir natürlich sehr leid, aber nichtsdestotrotz, Mensch, das ist schon groß. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich hier gerne, ja, ein bisschen was aufnehmen. Und das tue ich jetzt gerade, aber ich streame das Ganze nicht live auf Twitch, sondern das ist die erste Offline-Aufnahme quasi. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht so schlau war, diese ganze Sache immer im Stream zu haben, weil sowas fände ich eher nur sinnvoll, wenn ich wirklich so ein Stream-Community-Projekt mache, sollten da schon wenigstens 30 bis 50 Leute immer aktiv drin sein. Alles darunter finde ich, aua, habe ich was im Auge, ist natürlich auch suboptimal, finde ich, ist jetzt nicht ganz so der Sinn der Sache, wenn da mal zwei bis drei Leute drin hängen, manchmal zwei, manchmal einer, manchmal oftmals war auch keiner drin. Und deswegen wird das Ganze jetzt erstmal als Offline-Projekt laufen. Das ist doch nicht ganz richtig, ne? Warte mal, das ist doch nicht ganz richtig. Habe ich? Ja, ich habe einen Eimer. Ach ja, und ich habe andere Texturen drin. Das ist das Minecraft Texture Pack, was ich ja damals auch oft benutzt habe. Nur ein bisschen abgeändert bei Gizborn LP. Der hat auch die Textdatei ein bisschen geändert, wie man hier sieht. Also ich habe noch nicht mit einem Blauschwanz gekämpft. Gut. Naja, nichtsdestotrotz machen wir einfach weiter. Alles schön, alles gut. Und ja, ich habe länger nicht aufgenommen, deswegen gibt es einiges zu zeigen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wo ich anfangen soll und was alles neu ist, weil ich hier auch relativ viel aktiv war. Warte mal, es gibt doch ein neues Feature. Heißt es Playtime? Nein. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Man kann jetzt hier per Command gucken, wie lange man schon gespielt hat. Das finde ich sehr praktisch. Ich hatte, glaube ich, über 312 Stunden. Ja, ist doch die. Gut. Das ist, glaube ich, mal das Erste, was ich zeigen werde. Ich zeige es erstmal von außen. Das ist, ja, mein kleines Iglu. Das habe ich gebaut, weil ich bei Cem im Keller etwas gesehen habe. Und das war nicht nur irgendetwas, sondern eine kleine Schneemaschine. Die habe ich einfach mal nachgebaut, weil ich das Prinzip ganz cool fand. So, ich zeige das jetzt mal hier mit. So, Schneemann. So, hier haben wir den Schneemann. Hier haben wir so ein paar Trichters. Die gehen bis nach da hinten. Da ist ein Half-Slab. Darunter ist auch noch ein Trichter für die, ja, Funktionalität. Und das läuft dann ganz da rum. Lalalala, bis es hier ankommt in diese Kiste. Und, oh ja, ich hatte hier eine ganze Kiste voller Schneebälle. Und bis hierhin Schneeblöcke, die hat sich jemand anscheinend geklaut. Das finde ich nicht ganz nett. Es sollte ja auch eigentlich so sein, dass mein Grundstück hierher kommt, aber das kommt noch woanders hin, das zeige ich gleich noch. Da habe ich auch schon mal ein bisschen angefangen. Ja, gut, das Ganze funktioniert so, da ist der Schneemann, zack. Das war's. Nein, hier, guck, habe ich abgebaut, ist da reingelandet. Das Blöde ist jetzt, ja, da kommt kein neuer Schnee, weil hier auf dem Holzbrock soll Schnee kommen, deswegen haben wir da hinten ein paar Sticky Pistons mit ein bisschen Glas. Ich hätte auch normale Pistons nehmen können, aber ich hatte schon Sticky Pistons und wollte das irgendwie mit Schnee machen. Das ging aber nicht, weil der Schneemann hier dann immer gestorben ist. Deswegen brauchte ich einen transparenten Block oder wie man immer die auch nennt. Und dann habe ich einfach Glas genommen. So, gut, dann mache ich einmal so, zack, wieder nach vorne geschoben, davon festgehalten und dann kann ich hier loslegen. Das Ganze könnte ich natürlich genauso schnell mit einer Steinschaufel oder dementsprechend einer Holzschaufel. Ich zeige jetzt mal eine Holzschaufel, dass es alles gleich schnell ist. Okay, Holzschaufel jetzt nicht. Okay, das wusste ich nicht. Boah, ist das lahm. Okay, ich habe sogar das Gefühl, dass es mit einer Steinschaufel schneller ging als mit der Eisenschaufel.
Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Warte mal ganz kurz, ich mach die mal eben kaputt hier. Ihr kennt mich ja. Werkzeuge möchte ich ja immer bis zum Ende hin verbrauchen. Eigentlich zwischendurch mal kann ich mich mal davon losreißen und das wegschmeißen. Aber sonst will ich es immer bis zum Ende verbrauchen. So, hier, Koppel. Ach, hier habe ich irgendwann ein bisschen... Ach nein, Mist. Das wollte ich nicht. Mist. Mist, was soll ich tun? Mist, 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 Mist. Man kann nämlich hier so Schnee craften. Hä? Ach so. War da, war das damit? Ich bin mir gerade ganz unsicher. Warte mal. Verdammt. Ah, oh, Mist. Jetzt mach ich ja ich noch alles kaputt. Ist auch schön. Ah ja, so war's. So, zack, zack. Dann mal eben so hier, zack. Juckt ja eh keinen. So. Gut. Schneebälle schön. Und dann mit der Steinschaufel. Geht tatsächlich ein bisschen schneller, oder? Ne, gleich schnell eigentlich. Naja, okay. Ja, und so funktioniert das Ganze. Am besten ist natürlich immer mit Steinschaufel. Verschwendet man kein Eisen. Und was genau ich damit so machen kann, ist noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall viel Schnee. Was mir aber auch geldtechnisch nicht so viel weiterhilft. Aber Poxa wird sich bald darum kümmern, so, dass wir mehr Sachen mit Schnee machen können. Denn wir haben ja in der Lobby, habe ich ja schon vor langem mal ja, gefragt, ob Poxa da so einen Schneeshop machen kann, weil ich Eis haben wollte. Also Packed Eis. Und dann hat er angefangen, aber irgendwann hat er aufgehört. Und ja, ich habe ihn mal gefragt, ob er das jetzt in Zukunft weitermachen könnte. Und er sagte, wenn er nicht mal so viel zu tun hat, macht er das. Und da freue ich mich schon sehr drauf. So, Pflanzenkundenskill, da werde ich gleich auch noch was zu erzählen, das ist auch sehr interessant. Ja, und wie wir hier sehen, haben wir hier ein kleines, aber feines Zuckerrohrfeld, das ich einzig und allein aus dem Grund gebaut habe, meinen Pflanzenkundenskill zu fördern. Genauso wie dieses kleine kleine Weizenfeld hier, denn damit kann man eben den Pflanzenkundenskill weiter trainieren. So, ich pack das mal da hinten in die Kiste. La la la. La 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 la. Okay, ihr kommt da rein. Und wir gehen ein bisschen weiter und zeigen ein bisschen weiter, was hier passiert ist. Ja, man dürfte sich natürlich fragen, hä? Warum ist hier alles voller Schnee? Was ist hier los? Ja, das hat natürlich einen Grund, denn... Da haben wir schon einen Halunken. Wir haben hier ein paar Schneemänner gebaut. Fragcover. Alles klar. Oh, okay, ja. Also wir haben hier ein paar Schneemänner gebaut. Warte mal, nehme gerade auf. So, kann gerade leider nicht. So, ein paar Schneemänner gebaut. Das ganze Projekt wird von Lara geführt, also von Lango HD. Sie hat sich nämlich darum gekümmert, dass ja, die ganze Stadt ein bisschen winterlicher aussieht. Und deswegen haben wir auch ein paar Bäume stehen und so. Natürlich halt auch die Schneemänner. Und die hat dann noch ein bisschen mehr gemacht. Hier hinten war, glaube ich, noch was. Ah, guck mal hier. Ja, genau, da war's. Zeig ich mal ganz kurz. So einen kleinen Baum mit Zugeschenken und so. Und sowas hat die halt über die ganze Insel verteilt. Da hinten war, glaube ich, auch noch so ein großes Geschenk. Hat man, glaube ich, schon gesehen. Und ja, ich finde es ganz schön. Also es soll alles... nicht sehen, nicht hingucken. Das soll also über Weihnachten halt so ein bisschen schöner sein, ein bisschen winterlicher und ja, dafür ist das Ganze. Gut. Okay, komm, ich zeig das, was da unten ist. Ich zeig das einfach, was ich euch verheimlichen wollte. Hier geht eine Treppe runter. Und genau auf der anderen Seite geht auch eine Treppe runter. Auf diesen beiden Seiten noch nicht, kommt aber auch noch bald. Und hier ist was ganz Besonderes. Denn, meine Freunde, hier ist unser zukünftiger Stadtspawn. Also, das wird natürlich noch ein bisschen schöner gemacht. Das Glowstone sieht man bald auch nicht mehr und so. Das lasse ich mir noch was einfallen. Aber ich habe den Kreis gezogen. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich habe den Kreis gezogen. Hier sind die Mittelpunkte. Und das wird hier alles mit Glas verkleidet. Ja, mit Glas. Und hier kommen so einige schöne Dinge hin. So, ich kann dir mal zeigen. T-Spawn. Nee, T-Sop-Dog. Okay, T-Spawn. So, und dann spawnt man direkt hier. Und was sieht man als erstes? Skylands Infobrett. Ist auf jeden Fall schön. Also, das habe ich mir schon ein bisschen länger so ausgemalt, dass ich halt so ein schönes Infobrett habe, wo jeder mindestens einmal drauf guckt, wenn er online ist. Da sieht man hier so alle aktuellen Infos.
Hier zum Beispiel habe ich schon mal zum Test gemacht, Inselrundung. Aktuell arbeite ich an der Abrundung der Hauptinsel, also bitte nichts an den Rändern abbauen oder zubauen, danke. So, das kann ich halt gut als allgemeines, ja, Kommunikationsmittel benutzen für, ja, die Stadt quasi. Jedenfalls noch nichts. Und es wird auch noch so eine Art Regelwerk hinkommen. Das heißt, wir haben ja noch so ein paar Abzweigungen und so. Kommt alles noch. Und ja, ich mache das Ganze halt noch ein bisschen schöner und so. Und dann kann man halt auch hier runter gucken. Ist ja zwar jetzt noch nicht so schön, weil wir da noch keinen Ozean haben. Und ja. Ich habe das eigentlich auch so geplant, dass es hier quasi der öffentliche Spawn ist. Das heißt, dass quasi jeder Mensch, der hier hinkommen möchte, hier hinkommen kann. Auch wenn er nicht in der Stadt ist. Aber da muss ich noch gucken, wie ich das mache, dass sie hier nicht rauskommen. Oder ich lasse sie hier oben rumlaufen, aber sonst auch nichts. Oder vielleicht alles, keine Ahnung. Muss ich noch gucken, ob ich sie da irgendwie eingrenze oder so. Das sehen wir dann noch. Aber bisher ist da noch nicht ganz so viel passiert. Das habe ich aber auf jeden Fall schon mal gebaut. Das ist schon mal ganz nett. So. Okay. Dann werde ich das hier als nächstes zeigen. Boah, das Lied, das ist gerade voll actionreich, aber das passt gerade nicht so. So, ja, das habe ich gestern Abend angefangen tatsächlich. Da dachte ich mir, komm, machst du wie in guter alten Zeit ein bisschen Minecraft spielen und guckst hier auf dem linken Monitor, nehm mal das Minecraft-Let's Play von Gronkh an. Ja, das habe ich damals tatsächlich öfter mal gemacht, aber gestern hat er zufällig Minecraft gestreamt, was dann doch ganz praktisch war. Und naja, dann habe ich ein bisschen Zeit benutzt und das hier quasi gebaut. Denn, meine Freunde, hier wird mein Grundstück sein. Ich wollte es, wie gesagt, erst hier haben, aber da kam die Idee, das Ganze hier zu machen. Da habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Hier haben wir quasi meinen Garten. Ich komme ein bisschen vor wie so ein König, der sich alles nimmt, den ganzen Platz. Meine Bürger, die haben nichts zu sagen, aber ich nehme den Platz. So ähnlich fühle ich mich. Das fühlt sich schlecht an, aber so ist das Leben. Also, ja. Gut. Das Ganze werde ich dann noch beenden. Ich kann dir mal zeigen, das ist wirklich... Also es ist noch nicht massiv, aber es wird noch massiv sein. Pass auf mal hier, zack. Hier unten ist noch alles hohl, aber das liegt einerseits daran, dass ich noch nicht die Zeit gefunden hatte, alles auszufüllen und dass ich hier andererseits auch noch ein bisschen dran arbeite. Aber hier ist alles massiv, so. Was ihr da so sehen könnt, das ist alles massiv schon. Aber ich werde es mit der Zeit auf jeden Fall auch auffüllen. So. Ach, die Karte da oben, ne? Die nervt mich, die ist ein bisschen verbuggt. Und ich habe einige Waypoints, wie man sieht. Also, ja, ich habe ein bisschen viel, ganz viele heißen Kisten, weil da sind nämlich noch ganz viele Kisten, die ich entfernen muss. Und ja, naja, gut. Also, was heißt, ich drücke mich auch schön aus, Kisten, die von einem Admin entfernt werden müssen. Weil das ist von alten Stadtmitgliedern so. Hier standen auch noch so viele Ruinen von ich glaube noch von Hyperspace. Der auf einmal nie wieder kam und über Gigaparty noch eine beleidigende Nachricht hinterließ. Ja, ja, das war schön. Der nette Hyperspace. Einer der ersten Mitglieder. Trotzdem Penner. Na gut. Ich kann ja noch mal ganz kurz zeigen. Denn der Grund für die Trainierung meines Pflanzen-Skills ist... Schau mal, jetzt war es nicht ganz richtig. War hier jemand dran? Stopp mal, eigentlich müsste hier Obsidian sein. Ich weiß nicht genau, was da war, denn hier unten haben wir, kann ich das zeigen? Warte mal. Ah, pass auf, ich zeig's von oben. Ach, sieht man jetzt schlecht. Hier wird halt Cobblestone generiert. Alles ganz easy, ist ja kein Problem. Hier ist das Wasser, da ist die Lava. Dann wird das per Pisten hier nach oben bis zum Obsidian getragen. Und dieser Pisten schiebt es danach da. Kann man quasi sagen, eine automatische Cobblestone-Farm. Aber das ist es eben nicht nur, denn mit dem Pflanzenkunden-Skill, kann ich ja mal ganz kurz zeigen, hat man die Fähigkeit grüner Daumen. Schnauzespinne. So, grüner Daumen. So, zack, zack, zack. Hier haben wir den grünen Daumen. 8,53% auf Level 100.
28. Das heißt, ich werde damit nie auf 100% kommen. Das ist aber auch gar nicht nötig, aber ich erzähle erstmal, was man damit machen kann. Ich zeige das am besten mal. Hier haben wir ein paar Samen. Klicken rechts. Und es entsteht Mossy Cobblestone. Schön. Ist natürlich, ihr habt gesehen, Prozent ist ungefähr 8, die Chance ist ungefähr 8%. Das heißt, manchmal brauche ich halt ein paar mehr Samen, manchmal ein paar weniger. Zack. Aber im Endeffekt muss man das Ganze auf lange Sicht sehen. Deswegen wollte ich das Ganze erst mit 10% anfangen. Das heißt, ich bräuchte im Schnitt so 10 Samen pro Mossy Cobblestone. Okay, ist das gerade ein bisschen am Rumbarren. Hat natürlich ein bisschen mit dem Server zu tun. Da muss ich noch ein paar... fixe ich alles noch. Naja, und das Ganze wird halt hier auch weiter angetrieben. Das zeige ich auch mal. Zack, zack. Nein, das war falsch. Das Ganze soll so. So, denn der... sehen wir mal. Schiebt das alle 5 Sekunden nach unten. Ich habe es jetzt auf 5 Sekunden gepegelt, weil ich ungefähr maximal so lange brauche, bis ich einen Stein umgewandelt habe. Das ging jetzt relativ schnell. Aber so nach 5 Sekunden sollte jeder Stein... Alter, ich habe gerade richtig Glück. Ungefähr nach 5 Sekunden sollte jeder Stein mindestens umgewandelt werden. Aktuell natürlich, wenn meine Prozentzahl da höher ist, ist es natürlich wahrscheinlicher. Ist das ein normaler? Ja. Und es geht ja maximal bis Level 1000. Und dann habe ich ausgerechnet, sollte man ungefähr auf eine Wahrscheinlichkeit von 67,7% oder 78% kommen oder so. Ich weiß gar nicht genau. Und ich denke mal, das ist schon ganz okay. Also quasi mehr als jeder zweite Samen funktioniert dann. Dann kann ich das Ganze auch auf Instant schalten. So, ich wollte das Ganze erst mit Butt Switch machen, also Block Update Detector Switch. Aber das Ganze hat nicht funktioniert. Also der Butt Switch hat schon funktioniert. Das Problem war, der hat sich auch automatisch aktiviert, wenn er das hier runterschieben wollte. Und ich will das ja quasi so machen, dass die hier runtergeschoben werden, zack, 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 in eine Reihe. Und dann sind da ganz viele Pistons, die schieben das daran, lalalala. Und dann habe ich quasi so einen, weiß nicht, so einen 10x10x10 großen Raum aus Obsidian. Und da lagert sich die ganze Kacke dann an. Und dann kann ich das Ganze abbauen. Das war eigentlich so der Plan. Aber, ja, das liegt noch ein bisschen in der Ferne, bis ich das alles, ja, realisiert habe und ja. Der Anfang ist schon mal gesetzt und das hier wird eben, glaube ich, irgendwie mein Garten. Muss ich noch gucken, ob ich den irgendwie schön hinkriege oder so. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Warum funktioniert das gerade nicht? Ist halt ganz komisch. Warte mal ganz kurz. Ich halte das Ganze mal ganz kurz an. Das nervt mich ja gerade. Huch! Warum funktionierst du nicht, mein Freund? Du sollst doch funktionieren. Okay, pass mal auf. Der schiebt ihn auch gerade nicht nach oben, ne? Okay, er ist zu schnell offensichtlich. Keine Ahnung, vor ein paar Stunden ging es noch. Danke, Server. Da laufen 2 Clocks automatisch gerade. Hey, das soll ja nicht der Fall sein. Hallo? Hat sich das Redstone offensichtlich ein bisschen verbuggt? Ja, nice. Deswegen mag ich solche Clocks auf Server nicht, weil, ja. Ich könnte die Server-Ticks, die sind immer ein bisschen buggy, sag ich mal. Aber naja, gut. Okay. Dum, 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 dum. Haben wir's? Okay. Dann kann ich das auch wieder hier anschließen. Alles easy. Ich muss das auch irgendwie noch schön verkleiden, aber da wird mir noch was einfallen, denke ich mal. Ist ja alles so ein bisschen Testphase. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Wiese hier oben. Es wächst so langsam. Naja. Aber auch cool, ne? Hat sich hier von unten, weil ich hier einfach nur so eine provisorische Treppe gebaut habe, hat sich die Wiese von hier unten genau hier oben gefressen und sich wie ein Virus verbreitet. Echt schön. Naja. Gut, Jungs und Mädels, so funktioniert eine Cobblefarm. Ein bisschen modifiziert natürlich. Aber im Grund Stein ist es das, ja. Das war's zur Cobblefarm. Alter, wie viel hier dazugekommen ist, ne? Man merkt, ich war wieder sehr aktiv
und hab nicht viel aufgenommen. So, zack, zack, zack. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...